Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Erstmal vorweg, schönen Dank fürs Reinschalten und fürs Liken. Und auch neue Abonnenten begrüße ich mal aus der Reihe. Tja, gleich mal vorweg, eine große Bitte. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal kommentieren würde. Ein Hallo, das reicht. Es geht wegen Algorithmus von YouTube, dass man für andere Zuschauer vorgeschlagen wird. Schön liken, ob da oben wäre auch schön. Würde mich darüber freuen. Ich denke mal, das könnte mir ein bisschen weiterhelfen. Zwecks Empfehlung für andere. Um da ein bisschen Wachstum zu beschleunigen. Ja, schönen Dank dafür. Ansonsten würde mich freuen, vielleicht weiter gucken. Mal mehr, mal weniger. Weiß ja, wie es ist. Aber ich würde mich darüber freuen, ne? Schon Dank dafür. Ja, heute, ja, das Ding mal voll machen. Hier brauchen wir ein bisschen Heu. Wir haben jetzt 203. Das soll eigentlich voll werden. Das Heu haben wir noch da. Nutzen, ne? Ja, ich wollte eigentlich das Mais noch ernten. Aber das ist noch nicht reif. Also hier Mais und hier die Soja. Ist noch nicht reif, also ist noch grün. Und dann muss ich warten, bis es reif wird. Und dann muss noch trocken werden. Sieht aber ganz schlecht aus, weil es ist viel Regen angesagt. Ne? Also ja, wird schwierig, ne? Aber mal schauen, ne? So. Ist ja fast leer, ne? Gut, wir werden nicht alles reinkriegen. Aber ich denke mal, das wird zu viel sein. Wir haben im Lager auch noch was, ne? Also. Es geht ja darum, dass der globale Markt die Inhalte von vor allem Silage verarbeitet und den Stroh. Da muss aber Heu immer voll sein, dass wir da entsprechend die nötigen Ergebnisse kriegen, ne? Nur mit vollen Heulager kriegen wir das entsprechend den Rest verarbeitet. Denn wenn kein Heu da ist, dann verarbeitet er auch nichts mehr. Ne? Dann kann dann doch ein bisschen Silage drin sein und Stroh kriegen wir nicht raus. Etwas mühsam. Ne? Ich meine, ich würde zur Not auf das Futter verzichten. Ne? Also so. 270. 200.000. Die Lage habe ich drin 290.000. Also das ist ja nur 25%. Da müssen wir mindestens das Doppelte an Heu haben. Und 500.000 gehen rein. Naja. Da muss ich ein bisschen Mischfutter näher. Müsste den anschließen an den globalen Markt. An den Autodrive. Denn da das Mischfutter, aber es ist ungünstig, weil. Weil die Halle da im Weg ist. Zum Fahren her ist ungünstig. Also blöd. Ne? Sagt man so. Bescheiden. So. Geht gerade Milch rein. Muss ich ein bisschen warten. Autodrive blockiert mich. Das muss man wissen, ne? Der Mähfang ist da oben. Wieso geht da jetzt nicht rein? Jetzt verstehe ich es nicht.
Jetzt tippt er wieder mich aus. Na, verkaufen geht ja auch nicht. Irgendwo. Sind sehr cool, ne? So. Ich werde mich rein, gibt's doch gar nicht. Jetzt geht's. Nur den globalen Markt betreibe, dann wird es entsprechend blockiert. Ist schon komisch. Ist schon komisch. Naja, gut. Weiß auf den Bug, der behoben werden muss. Wer weiß. Quietscht. Mikrofonhaltung. Aber so ein Schwenkarm für Mikrofon. Deswegen vergesse ich auch der Maling noch wieder. Vor die Nase zu halten. Wo zuletzt, Kopf auf Holz, habe ich das nicht vergessen. Silage voll? Das könnte sein, ne? Ist der Anhänger zu groß und schnell oder der Weg zu kurz? Mehr Silage wollte ich hier nicht reinkippen. Das bringt dann nichts. Müsste mal jetzt ein bisschen auf 15 gehen oder so. Oder machen, dann geht die Silage auch weg, ne? Wir können mal gleich eine Fuge Mischfutter ins globalen Markt einfahren. Wäre sinnvoll. Gute Fehler haben keine Fusion. Und hier würde mit Outreif nicht funktionieren, das wäre zu eng. Den großen Anhänger jedenfalls. Kommt ja nicht rum. Gibt's doch gar nicht. Heu, Stroh, Silage. Mischfutter. Wahrscheinlich blockiert nicht einer was. Vermutet mal unser Silagefahrer hier. Vermute.
leichter. Das war doch längst leer und ist nicht gefahren. Blockiert mich. Tschüss. Geh durch. Wenn er jetzt wieder auflädt, dann muss ich gleich anlassen. Wieder nicht. Nee. Dann beim nächsten Mal auch mehr vom globalen Markt zum zum Molkerei fahren kann in Ottomarsch. Das gibt's doch gar nicht. Die anderen beide entlassen, nutzt ja auch nichts. Jetzt wissen, ne? Ich stelle mal einen Stall kurz davor anhalten. Da, wenn ich im Weg steht. Ich möchte ein paar Fuhren Mischfutter entleeren und muss irgendwie dran liegen, ne? Denn wenn das Ding voll ist, dann produziert der Ding, weil dann geht ja kein Heu weg. Komm, mach hin. Brauchen wir lange heute. So, nun alle weg. Und jetzt das gibt's doch gar nicht. Der ist kein Mischfutter. Der kann nur, ja, mein Fehler. Der nimmt zwar Heu und all möglichen Zeug, aber kein Mischfutter. Dann, kann ich ihn wieder fahren lassen, Mensch, Junge. Hat mir festgelaufen. Da kann ich lange testen. Das wäre so, wenn ich mit einem Güllewagen, der für aufs Feld gedacht ist, mit Milch fahren will. Das wird auch nicht funktionieren. Das ist aber nicht vorgesehen. Programm sagt, nö, geht nicht. Na, und zu Recht, dann muss ich den Fett nehmen. Junge, das war so einfach zu lösen, ne? Fahrzeug, Anhänger. Ich zuerst.
Das wäre ja ein saublöder Fehler gewesen, ne? Wenn so wäre. War aber keiner. Hoffe ich jedenfalls. Jedenfalls der Anhänger für Stroh und so. Nimmt kein Mensch vor, das ist, das weiß ich. Oh, siehste. Da mit Station. Wäre aber auch schon fast voll gewesen, ne? In Anführungszeichen, ne? Könnt ja mal die Kühe Futter geben, gleich. Ein Abwasch, ne? Aber die brauchen heute nichts. Beim Mais sehe ich schon so schon schwarz. Also das ist vom Wetter her, wenn das so stimmt, dann wird es mit der Maisernte schwierig. Das Körnermais. Raus mit dir. Oh, Schwissende die Folge. Und ich hoffe, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage schon danke fürs Reinschauen. Morgen geht es hier weiter. Ich hoffe, dass der Regen bald aufhört. Aber wie gesagt, anfangs bitte. Wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Ist keine Pflicht, ist kein Muss, aber ich würde mich freuen. Tschüss und ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter mit Mischfutter halt. Ne? Und die ganzen Waren halt hier reinfahren. Ne? Tschüss.